Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder hier beim Original Tomb Raider 3 Custom Level Projekt Tomb Raider Vision of Future. Aufgehört haben wir zuletzt hier bei Safe State 17 in Trons Tempel. Natürlich haben wir schon öfters abgespeichert, denn wir... Oh, sterben fast. Haben wir hier aufgehört? Scheint wohl zu sein. Ja, richtig. Ja, richtig. Wir sind hier runtergerutscht und dann gestorben. Tja. Ich habe vor einer Ewigkeit nochmal gleich versucht, ein Stück weiter aufzunehmen, ungefähr 2 Minuten. Nur um darauf festzustellen, dass ich die Bitte einer Zuschauerin nicht erfüllen kann. Zuerst mal musst du aber sterben. Denn ich bin sauer. Dankeschön. Ich kann nicht. Och Gott. Sei doch nicht so nervig. So. Ich kann leider Gottes nicht die Helligkeit verstellen. Weil das Spiel sehr sensibel auf, keine Ahnung, Veränderung der Resolution oder der Gamma-Werte reagiert. Ich habe das Spiel hier geöffnet und es ist abgestürzt. Oh, es tut es auch. Wie schön. Tja, nicht immer läuft alles nach Plan. Auch heute mal wieder nicht. Nee, eigentlich läuft selten alles nach Plan. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück in den Trempel vom guten Tron. Trempel. In den Trempel. So. Ich verliere langsam so ein bisschen die Geduld. Deswegen würde ich sehr gerne das Ganze mit einem kürzeren Prozess machen. Dummerweise sind die zu blöd, mich diesmal zu finden. Gut, ich lasse euch da unten noch eine Weile rumschwören. Und begebe mich straight ahead auf diese schöne Leiter hier drüben. Die doch hoffentlich den weiteren Wegverlauf stattfindet. Oh nein. Jetzt kommst du. Jetzt, wo ich hier unten rumkrieche. Ich hoffe, ich komme hier schnell irgendwo hoch. Damit ich euch erschießen kann. Ihr könnt nämlich hier drin rumkriechen. Fliegen. Während ich nur wirklich kriechen kann. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht cool. Genau das meine ich. Bin mir sogar sicher, dass ich sie hier auch abschießen könnte. Ah! Sie lässt mich den Skorpion machen. Ah! Ja. Gut. Es gibt komfortablere Lösungen. Oh! Wow! Wow! Ich hab dich nicht totgekriegt. Ich brauche mehr Munition. Ich brauche auch mehr Leben. So wie es aussieht, sterbe ich gleich. Das wäre gerade... Wow, jetzt explodiert mal wieder. Na super. Ich wäre gerade tatsächlich gestorben. Und hier kann man wohl raus. Na gut. Wow. Können wir uns glücklich schätzen, dass wir noch ein Medipack genommen haben? Das wäre mal wieder in einem Restart geendet. Genau. Oh. Ah, hätte ich bloß nicht die Festhalten-Taste gedrückt. Hätte das sogar geklappt jetzt. Was war das für ein Geräusch? Hat sich nach einer Tür gehört, die sich gerade verschlossen hat. Ich mag Türen nicht, wenn sie sich verschließen. Dann sind sie immer so zu und undurchlässig und offenbaren so wenig, was dahinter ist. Aber vorher muss ich diesen Schalter drücken. Total sinnlos. Oh, nein, Mist. Ich will eigentlich nur runterdrücken. Und jetzt noch hier drüben den wahrscheinlich. So. Es hat sich was getan. Moment, da drüben komme ich her. Ach, Mist. Was ist denn... Oh, ja. Ich glaube, ich sehe, was passiert ist. Hier unten drin. Was gibt's hier? Oh, 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 warte. Ich will da nicht hin, wenn es eine Strömung gibt. Na gut. Ich muss wohl. Geht's hier um raus? Eine Leiter. Oh Gott, wie hoch ist die? Und ich hoffe, ich kann mich einfach irgendwo reinziehen und muss nicht irgendwo hinten raus. Hm. Das sieht nach einem Kriechgang aus. Ja, da muss ich wohl rein. Ein sehr spannender Gang. Was wird sich darin verbinden? Verbürgen. Oh. Habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Oder auch nicht. Gut, ich wäre jetzt fast wieder nach unten gegangen, weil dieses Tor ja noch zu ist. Aber es scheint gut zu sein. Es scheint so noch gut zu sein. Und da unten werde ich jetzt erstmal abspeichern. Was? Hier komme ich her. Okay, dich habe ich sogar noch schon betätigt. Und was haben wir jetzt hier Schönes?
Wow, ich kenne mich hier nicht mehr aus. In dem Raum war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Um genau zu sein, 2,5 Wochen, 3 Wochen. Also schon auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Und irgendwas muss ich ja jetzt aufgesammelt haben in der Zeit, in der ich weg war. Es ist schon mal kein Schlüssel. Hier drüben war ja auch nichts. Okay, ich bin. Bin jetzt in Panik. Ach Gott, verdammt. Na gut, damit komme ich zurecht. I can deal with that. Irgendwas Neues muss offen sein. Irgendwas Neues. Das hier sieht sogar neu aus. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das war. Und ich sollte abspeichern. So. Einfach bevor uns irgendwie Kacke passiert. Uns passiert so aufs Kacke. Da dürfen wir noch nicht rein. Und ich bin sogar ziemlich froh drum. Ich bin sogar ziemlich froh drum. Es gibt auch keinen Weg da reinzugehen. Fürs Erste. Das heißt, es bleibt uns erstmal erspart. Was haben wir denn noch so hier rumstehen? Irgendwas muss hier rumgammeln. Also wir sind aus dem Bereich hier wieder raus, aber haben wir da irgendwas mitgenommen? Eigentlich ja nicht. Da vorne kommen wir her. Und haben wir hier jetzt irgendwas draus gelernt? Bin mir nicht sicher und wir können auch nicht nochmal durch. Beziehungsweise, das ist jetzt einfach noch nicht offen. Gab es da drüben noch Schalter? So wie es aussah, nicht. Ich habe jetzt gespeichert. Ich gehe nochmal hier runter. Oh. Okay. Oh. Okay. Ist doch so. Vielleicht hier runter? Nein. Gut, dann lade ich jetzt nochmal. Und gucke, ob ich da irgendwo hochkam. Das sah nämlich auch ein bisschen nach Leiter aus. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich eine neue Tür suchen. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich schlecht darin bin, Türen von Türen zu unterscheiden. Also Türen, die ich schon mal geöffnet habe und Türen, die neu geöffnet wurden. Sehen für mich alle gleich aus. Oh, so werden wir, so kommt man hier wieder raus. Ha, wie witzig. Wie soll man denn auf sowas kommen, wenn man es nicht sieht, wenn man runterfliegt? Okay, gut. Das sagt zumindest mal aus, dass wir da momentan noch nicht hin müssen. Irgendwas bummert total im Hintergrund. Vielleicht fallen irgendwelche fette Menschen Treppen runter. Wir werden das niemals erfahren. Wir werden das niemals erfahren. Und hier drüben war auch nichts, oder? Ach genau, das war der Raum. Haha, Genius. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich mal die anderen Gitter untersuchen. Hier oben kann ich nicht rein, das ist einfach nicht möglich. Hier ist nichts. Und hier versperrt mir ja, der Tod den Weg. Ja gut, da unten waren wir eigentlich auch schon. Heißt, Lösung des Rätsels befindet sich irgendwo oben und gar nicht hier unten. Das heißt, ist auch kacke, dass ich jetzt hier unten erst abgespeichert habe, nachdem ich ein bisschen Leben verloren habe. Schade, schade. Aber ich habe mir vorgenommen, weniger auf Medipacks zu achten und weniger darauf zu achten, dass ich hier super viel Leben habe. Ihr wisst schon. War ja auch in eurem Interesse, dass ich nicht Stellen zwei, dreimal spiele, nur damit ich ein halbes Medipack einsparen kann. Frag mich trotzdem, ob ich drüben irgendwas vergessen habe. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich komme trotzdem hoch. Du bist. Moment, du bist ein paar Klicks höher. So. Vielleicht habe ich was vergessen. Vielleicht habe ich einfach nur drüben irgendetwas liegen lassen, was sich jetzt absolut super verwenden ließe. Ich habe auch irgendein Tor sich bewegen gehört. Aber hier muss ich mich ablassen. Fast hätte ich mich fallen gelassen. Das wäre schief gegangen. Aber hier ist diese Strömung, oder? Also ein guter Level-Designer macht das normalerweise nicht. Ein
guter Level-Designer sorgt dafür, dass du erst einen Bereich verlassen kannst, wenn du alle Rätsel darin gelöst hast. Die Tatsache, dass ich überhaupt nichts mitgenommen habe an Schlüsseln, ich kann dir das im Inventar nicht nach oben zeigen lassen, macht mich gerade absolut nervös. Muss also heißt es, muss, dass wir irgendwo eine Tür geöffnet haben. Unten waren keine Türen neu, das bedeutet, wir haben hoffentlich oben eine neue Tür. Das überprüfen wir jetzt noch schnell, wenn nicht, sind wir traurig und ich muss für den nächsten Part mir echt was überlegen. Der glaube ich schon der erste im neuen Jahr ist, ich weiß nicht ob der nächste, was wäre das denn, ist Donnerstag schon nach Silvester? Nee. Noch haben wir Zeit, das Jahr ist noch nicht um. Easy peasy. Zuerst mal geht's aus diesem verwitterten Loch, das keiner mehr braucht, in diese viel schönere Halle. Irgendwas muss es hier geben. Irgendwas hier drin ist neu. Du. Nein, hier komme ich her. Und sonst gibt es hier oben tatsächlich gar nichts. Das heißt, es ist tatsächlich unten oder wir sind tatsächlich traurig. Es kann sein, dass ich tatsächlich das Wort tatsächlich sehr mag. Nein, da werde ich nicht nochmal runterfallen. Ich falle nicht drauf rein. Ich falle nicht drin rein. Hier auch nicht. Mein Gott, ich mache hier nichts anderes als durch Türen laufen, durch die ich schon ewig gelaufen bin. Weil es hier nicht mehr gibt. Es gibt hier einfach nicht mehr. Es muss hier weitergehen. Wie öffnen sich diese Tore? Wieso seid ihr nicht offen? Wieso seid ihr nicht offen? Die Türen sind es ja schon mal. Ich werde das wohl gemeinsam mit euch im nächsten Part ausfinden. Ich hoffe, wir finden ziemlich schnell eine Lösung. Und bis dahin viel Spaß mit anderen Aktivitäten. Wie zum Beispiel Ping-Pong, Jojo, Scrabble. Oder auch Sachen mit mehr als zwei Silben. Auf Wiedersehen, euer Krasch.